Lass uns doch gleich ins Spiel gehen, Michael. Borussia verändert an zwei Positionen. Thorgan Hazard kam zurück, ist wieder fit. Wir hatten ja schon letzte Woche vermutet, dass es durch den Pferdekuss eigentlich im Einsatz auf Schalke nichts im Wege stehen würde. Das war Gott sei Dank auch der Fall. Kam wieder für Traoré in die Mannschaft. Der hat komplett eine Pause bekommen, war gar nicht im Kader an diesem Wochenende. Und ja, der andere Wechsel, auch wiederum relativ vorausschaubar, dass Denis Zakaria wieder die defensive Rolle einnehmen durfte und damit Neuhaus eine Pause bekam. Ja, richtig. Und besonders die Personalie Hazard war, glaube ich, sehr wichtig bei dem Spiel, weil er war immer wieder der Motor des Offensivspiels und es war trotzdem eigentlich über die 90 Minuten das erwartet schwere Spiel, auch wenn das eine Floskel ist. Aber Borussia hat das eigentlich 90 Minuten lang gut gemacht, besonders dann auch in Überzahl das Spiel gut ausgespielt und es war eine reife Leistung. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Darauf kommen wir bestimmt auch noch mal im Laufe der Unterhaltung zurück. Denn ich gebe dir recht, also schon von Anfang an war zu sehen, und es ist eigentlich auch keine Überraschung gewesen. Wir hatten zwar ein bisschen gemutmaßt, Schalke war gegen Hertha ganz vernünftig unterwegs, hat auch spielerisch einigermaßen überzeugt. Da war ein leichter Aufwind zu erkennen oder meinte man zu erkennen. Ja. Jetzt hatten sie natürlich auch wieder verletzungsbedingt einige Ausfälle, die dazugekommen sind. Aber man hat von der ersten Minute an gesehen, Borussia sollte das Spiel machen, Borussia sollte den Ball führen. Und es gab schon gleich zu Beginn einige längere Ballbesitzphasen, wo wir relativ langsam, relativ abwartend den Ball durch die eigenen Reihen gespielt haben. Für mich ganz interessant zu sehen. Ich hatte am Samstagnachmittag Leverkusen gegen Bayern gesehen und von dem ganzen Spieltempo her war das ungefähr die Hälfte. Ja, Aber es lag eben einfach daran, dass da nur eine Mannschaft erstmal spielen genau, wollte. und Schalke hat natürlich auch versucht, über ihr System ja, durch Konter zu kommen, über Konter zu kommen, beziehungsweise nach schnellen Ballgewinnen schnell nach vorne zu kommen, über Caligiuri, über McKennie und Konsorten. Aber wir haben das eigentlich relativ souverän ausgespielt, wobei auch die ganz großen Torchancen nicht unbedingt dabei waren, aber man hatte eigentlich besonders in der ersten Hälfte ganz klar Spielkontrolle und auch die besseren Möglichkeiten, wenn man da überhaupt von großen Möglichkeiten reden kann. Ich glaube, da fällt mir für Schalke nur der Caligiuri-Schuss ein, der, glaube ich, ein bisschen gefährlicher war. Nur da, wo die Torhymne schon gespielt Und, wurde nach ja, genau, und der der Freischuss, Freistoß, klar. genau, den meinte ich jetzt, ja. Genau, und ansonsten haben wir das gut gemacht, aber sind ja im letzten Spieldrittel nicht so gut vors Tor gekommen. Stindl hatte eine ganz gute Aktion, einen guten Abschluss. Aber ansonsten waren nicht so ganz die zwingenden Na Aktionen gut, mal nicht also dabei. wir haben natürlich die hundertprozentige Chance durch Zakaria Genau, die stimmt, die habe ich natürlich. und die große Chance durch Stindl. Also man hat, glaube ich, gesehen, dass ja, Borussia hat das Spiel kontrolliert, hat immer wieder darauf gewartet, vorne mal durchzukommen und hat da auch wirklich, ja, ich sag mal, den Moment abgewartet. Der ergab sich dann eben in der Stindl-Szene, da noch Ja. vom Sommerabschlag mit zwei, drei Stationen, in der Zakaria-Szene, ja. Er hatte sich auch ergeben, da hatte Stindl ein bisschen Platz zwischen den Reihen und schon war die Kombination da. Noch eine weitere Szene von Hazard, glaube ich. Ich hatte heute Morgen nochmal mir die Wiederholung vom Sportstudio angeguckt. Auch eigentlich eine ganz gute Chance, also Hazard in den Strafraum zieht rechts und dann links dann Wendt findet, den Ball aber gar nicht Ja, trifft. gut. Auch da hätte deutlich mehr draus werden können. Aber man hat eben gesehen, Borussia erzwingt es nicht unbedingt, sondern wartet auf die Chance, weil nach dem Motto, irgendwann werden die sich müde laufen. Ja. Auf der anderen Seite ist nicht viel passiert. Ja, ich glaube, du hast da schon alle wesentlichen Szenen genannt. Dann gab es, glaube ich, noch so einen Uth-Kopfball aus dem Halbfeld, eine Ja. Flanke. Aber da kam halt einfach nichts von Schalke. Wobei, man muss sagen, die schwächste Phase von Borussia war die zwischen der, ich sag mal, 30. und 40. Minute oder 35. und 40. Minute. Da haben wir so ein bisschen Schalke auch kommen lassen. Da waren viele dumme Ballverluste drin. Und wir haben uns zwei Fouls. gelbe Karten geholt, ein paar ein paar Foulspiele in der Nähe vom Strafraum gemacht, die zu Freistoßen Ja. geführt haben. Das war nicht ganz so souverän, aber schon gegen Ende der Halbzeit hat man das eigentlich schon wieder im Griff. Und ja. Aber Die Geg der Gegner wollte einfach auch nicht mehr zeigen oder konnte vielleicht auch nicht mehr richtig. Und man zeigen. hat eigentlich in den meisten Situationen gesehen, wo Schalke umschalten wollte und mal nach vorne laufen wollte, dass man sehr schnell wieder gut und kompakt stand und die Passwege vor allen Dingen gut zugelaufen hat. Und bei den Aktionen, wo die gelben Karten entstanden sind, die gelbe Karte von Strobel ist natürlich ganz wichtig, dass er sie sich holt. Mit dem Zweikampf gegen Rudi, glaube ich, das war so eine Aktion, da hätte es wirklich sehr, sehr gefährlich werden können. Ansonsten wurden genau diese Situationen meistens sehr gut verteidigt, weil die Mannschaft im Kollektiv schnell wieder zurück war und sich gut postiert hat. Und Ja. deswegen, klar, die Freistöße, da dachte ich mir zum Ende der Halbzeit auch so,
sind nicht unbedingt nötig, weil es waren zwei, drei aus dem Halbfeld dabei und auch der von Caligiuri nun mal, der sehr nah am Tor war. Da kann man natürlich dann auch schnell ein Tor durch Standards kassieren, aber ja, Lothar Matthäus hat das ja auch nochmal festgestellt, dass wir bisher eine weiße Weste bei Standards haben, außer dem Elfmeter, den wir kassieren mussten. Genau. Noch einmal kurz zur Zakaria-Chance, war natürlich schön gemacht, auch von ihm da durchzugehen, vielleicht seine beste Szene im ganzen Spiel, von ihm persönlich. Bisschen Pech natürlich gehabt, weil der Torwart im letzten Moment noch drankommt. Ne? Eigentlich ein ganz guter Abschluss, wie ich auch fand. Ja, aber er ist natürlich kein Killer vorm Tor, wobei die Tore, die er gemacht hat, waren eigentlich ziemlich abgebrüht gemacht. Klar, gut gehalten, aber ich finde, den kann er trotzdem im Tor unterbringen. Ist dann mit 0-0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit, um Domenico Tedesco zu zitieren, war Schalke zuerst deutlich besser. Ja. Also, da ist ein Fünkchen Wahrheit dran, weil das Spiel war eigentlich nicht so klar wie in der ersten Halbzeit, aber Schalke war nicht deutlich besser. Es war ein deutlich offeneres Spiel und da natürlich davon zu sprechen, dass Schalke deutlich besser war, ist maßlos übertrieben. Ich glaube, so die ersten 10 Minuten. Genau, da war es so, dass Schalke einige Male überhaupt im Angriff war. Und die einzige Szene. Und auch ein paar Ballbesitzphasen hatte. Also die einzige Szene überhaupt im Spiel, wo sie mal in den Strafraum gekommen sind, war die, wo Serdar sich auf halb rechts mal durchdribbelt und in der Mitte dann Uth anspielt, der aber gut geblockt wird. Ja. Das war die einzige Strafraumszene von Schalke 04 über 94 Minuten. Und dann sich ein Trainer hinstellt und nachher sagt, wir werden auf die Disco noch zurückzukommen natürlich, aber sich danach hinstellt und sagt, wir waren klar besser in der Phase, das ist dann einfach Realitätsverlust, muss man ehrlich sagen. Und dann natürlich der Knackpunkt auch mit der roten Karte für Nüsel ist natürlich dann der Zeitpunkt gewesen, spätestens an dem dann Borussia komplett die Spielkontrolle übernommen hat und Da kommen wir sicher gleich noch zu, aber ich glaube, es ist auch wert, kurz über diese Szene zu reden. Ja, genau. Also ich glaube, völlig zu Unrecht wurde das Thema gerade bei Sky auch viel zu lange behandelt. Also es ist eine ganz in aller Welt faule Mittelfeldschindel, wird da von Sané typisch von hinten mal umgetreten, wie auch immer. Es war jetzt ja nichts Schlimmes, einfach nur typisches faule Mittelfeld. Normales Foul, So, Sané nimmt aus völlig unerklärlichen Gründen den Ball einfach mal 12 Meter mit, lässt ihn da fallen. Borussia ist wachsam. Schlägt einen langen Ball vorne rein, sieht, dass da die Abwehr von Schalke nicht gut positioniert ist. Hazard geht nahezu 1 gegen 1, Nübel kommt raus. Macht's und auch gut. Fault ihn klar. Ganz ehrlich, sowas passiert in einem Bundesligaspiel so häufig, dass ein Ball nicht an der genauen Stelle ausgeführt wird. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, das kann man meinetwegen auch ändern, da kann man auch meinetwegen stärker drauf gucken, nur das ist absolut Usus. Und gerade sowas, dass wenn ein gegnerischer Spieler den Ball nimmt und es von da aus weitergespielt wird, sieht man so häufig. Ja. Und es ist dann im Endeffekt auch eigene Doofheit, wenn man dann im Sportstudio sieht, dass Sané danach auch nochmal mit dem Rücken zum Ball einfach überhaupt nicht mehr mitspielt, die anderen Spieler alle pennen. Da muss ich einfach sagen, freut mich, dass Borussia da so wachsam war. Wenn der Schiedsrichter das zurückpfeift, okay. Klar. Und sonst wunderbar gemacht. Und und deswegen jetzt unsere neue Kategorie, die hätten wir eigentlich schon letzte Woche einführen müssen, aber neue Kategorie, das Mimimi der Woche. Ja, Mimimi. Diesmal Tedesco. Domenico Tedesco, unser erster Gewinner des Mimimi der Woche. Also wirklich nach dem Spiel sich hinzustellen und nahezu 3/4 der Interviews nicht nur bei Sky, sondern auch später dann damit zu bestreiten, dass das irgendwie mit den 12 Metern und so weiter. Wir alle wissen doch, dass wenn es umgekehrt passiert wäre, da kein Wort drüber gesprochen würde. Ja. Und das ist dann schon verzweifelt, wirklich danach suchen, die eigene Unfähigkeit der Mannschaft, die über 90 Minuten nichts zustande bringt, zu entschuldigen. Also ich glaube, du hast das eigentlich eben schon ganz gut zusammengefasst. Wenn man sich wirklich darauf einigt, dass man mal darauf achtet, dass Einwürfe richtig erstmal technisch ausgeführt werden, dass die auch am Ort des Einwurfs gemacht werden, dass Fouls an der richtigen Stelle ausgeführt werden. Wenn da wirklich drauf geachtet wird, kann man die Diskussion gerne führen. Aber es ist ständig so, dass Einwürfe 20 Meter weiter vorne und was weiß ich, das ist ja Standard. Und auch Freistöße sind immer weiter vorne. Auch nah am Tor häufig ist das der Fall, dass da gut mal immer 2, 3, 4 Meter näher am Tor der Ball ist. Und je weiter es hinten ist, desto größer werden auch die Abstände, weil die Schiedsrichter noch weniger drauf gucken. Genau, richtig. Ne? Und von daher sich da so drauf zu versteifen, das finde ich einfach nur lächerlich. Also es ist, natürlich, dann kann man sich gerne drüber ärgern, aber das ist nicht der Grund, warum wir gewonnen haben. Also,
bitte. Natürlich war die Szene ein Knackpunkt, muss man ganz klar sagen. Übrigens auch hier wieder Tedesco, ganz großartig, seinen Vortrag über helle und dunkle Bereiche auf dem Spielfeld. Mhm. Weil es war eigentlich ein dunkler Bereich gewesen, ist dann aber in einen hellen Bereich übertragen worden und so weiter. Auch da nochmal eine kleine Abhandlung von ihm, okay, aus seiner kleinen Welt, die er da lebt. Aber letztlich muss man ganz ehrlich sagen, ja, natürlich ist das ein Knackpunkt, wenn der Torwart rot bekommt, wenn direkt danach der Freistoß von der Strafraumgrenze reingeht, dann ist das noch drastischer. Ja. Hazard hat ja etwas rübergechippt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war für Borussia ja in der Folgezeit nicht wesentlich einfacher, durchzukommen, weil Schalke natürlich nur noch hinten drin stand und überhaupt keine Offensivaktion mehr hatte ja dann den Rest des Spiels. Und also wir mussten trotzdem ja noch irgendwie dieses Tor erzwingen. Klar, es wurde eigentlich schwieriger für uns, weil man, gut, Tedesco hat auch relativ offensiv dann gewechselt, spätestens nach dem 1:0 auch. Aber uns hat das nur bedingt in die Karten gespielt, weil es wurde halt noch schwieriger und Schalke hat sich noch mehr aufs Verteidigen konzentriert. Und da, finde ich aber, muss man der Mannschaft wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment machen, weil das ist so souverän runtergespielt worden dann. Und man hat wirklich nicht die Geduld verloren, man hat es nicht mit dem Brecheisen versucht. Also es war wirklich ganz, ganz super ausgespielt. Und auch nach dem 1:0 ging es auch genauso weiter. Man hat es perfekt und ganz kontrolliert und ganz souverän und den Stiefel runtergespielt. Ja, also das ist genau der Punkt, die Phase zwischen dem, ich glaube, das war die 67. oder so, als es dann auch den Torwart oder die 65. Ja, also, Torwart erwischt hat. In der Phase dann bis zum Tor hat man gesehen, dass Borussia es wirklich mit ganz, ganz viel Geduld versucht, dass klar wird, es bringt jetzt nichts, den Ball irgendwie permanent blind reinzuflanken, wir müssen auf die Lücken warten und es immer wieder gab es auch kleinere. Ja. Nur der große Moment war dann eben der, Tedesco hat den, über den wir sicherlich im Laufe des Podcasts noch sprechen werden, den jungen Mann Rabi Matondo gebracht, der es tatsächlich geschafft hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Bundesligaspieler das jemals geschafft hat, in der gesamten Zeit auf dem Platz keinen Ballkontakt zu haben. Also ich weiß nicht, ob das in der langen Zeit, die er doch relativ gespielt hat, glaube so rund 20 Minuten überhaupt möglich, bis jetzt schon mal gegeben hat. Aber er war dann eben, und ich sage noch zu meiner Frau in dem Moment, so pass auf, jetzt wird er erstmal nass gemacht. Und in dem Moment macht Hazard ihn nass und spielt den Ball rein. Also ich denke, das war der Knackpunkt des Spiels, dass da an der Außen plötzlich kein erfahrener Mann mehr stand, der diese Flanke hätte verhindern können. Ja, und dann Schindel lässt super durch. Kramer hat wohl vorher gerufen, hat er gesagt. Ja, und dann ist es halt wieder so ein Kramer-Ding. Ja, also sensationelles Tor, den macht er dann wieder. Und ich bin auch aufgesprungen und habe geschrien. Meine Frau hat sich auch erschreckt, war gerade am Tisch. Ich muss gucken, was passiert ist. Weil die, glaube ich, irgendwie dachte, es sei irgendwas anderes Schlimmes passiert. Naja, aber gut, der Ball war noch abgefälscht von Neuhaus. Finde ich auch ganz hervorragend, dass er dann auch noch anscheinend zum Schiedsrichter gegangen ist und ihm das gesagt hat. Er war leicht mit der Hand dran. Mhm. Nein, aber das war ein super Schuss und wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion auch von Hazard und von Stindl mit der Umsicht, die er hat. Aber genau das waren ja auch vorher schon die Szenen, die gefährlich waren. Wenn Borussia mal keine hohen Bälle reingespielt hat, sondern den Ball mal flach in den Strafraum gebracht hat, dann dieses Kombinationsspiel auf engstem Raum können die Spieler, die wir vorne haben, nun mal ganz gut. Und da dachte ich immer so muss es eigentlich gehen. Und dann ist das Tor auch durch eine ähnliche Aktion entstanden. Und ja, vorher war ja noch Hazard, der auch schon mal ganz gut positioniert war und dann vielleicht noch Flair spielen kann. Das wäre auch nochmal eine schöne Chance gewesen. Also ja, ich sag mal so. Ich glaube, Borussia hat den Gegner fast von Beginn an des Spiels fast zu ernst genommen. Ich glaube, man hat einfach gesagt, wir müssen erstmal kontrolliert spielen, kein Tor kassieren, das Spiel in unseren eigenen Reihen halten und hat erst im Laufe des Spiels gemerkt, natürlich dann noch zusätzlich begünstigt oder vielleicht sogar nicht begünstigt durch die Unterzahl, dass der Gegner einfach überhaupt nichts zuzusetzen hat. Ja. Dass da kam ja nichts mehr. Und nach dem Tor, ich glaube, Borussia hatte dann die letzten 7 Minuten nur den Ball. Und vor dem, es waren 60 Pässe vor dem 2:0, die Borussia gespielt hat. Wir hatten 3 Minuten am Stück den Ball, ohne eine Unterbrechung. Das zeigt, wie unglaublich schwach und auch trostlos der Gegner am Ende war. Es ist natürlich dann auch in den letzten 10 Minuten ist es dann auch anstrengend. Tedescos System ist sowieso laufintensiv. Und dann natürlich das auch noch in Unterzahl durchziehen zu müssen, das ist dann nochmal doppelt schwierig. Aber man muss vor eigenem Publikum sich trotzdem nicht dann so hängen lassen. Das ist klar, aber wir haben das trotzdem mit der Ballstaffette vor dem 2:0 super gemacht. Und eigentlich dachte ich so, ja gut, irgendwie wäre es nochmal cool, wenn man wenigstens versucht, ein Tor zu schießen. Und dann ging es ja wirklich blitzschnell. Also das war wirklich ganz, ganz hervorragend, wie dann von jetzt auf gleich Tempo angezogen worden ist,
Ich dachte zuerst, kein guter Ball von Hazard. Er hätte ihn vielleicht auch noch ein bisschen besser spielen können, weil Neuhaus hat beim Abschluss schon Glück. Ja. Aber trotzdem war der Pass wohl gut genug. Und da in so einer kurzen Distanz anzuziehen, vom hinten Ball rumschieben und zu verwalten und dann das Tor zu schießen, das war wirklich beeindruckend. Und das ist wirklich ja auch schon ein bisschen beängstigend, weil ich dachte mir, ey, das Borussia kann sowas. So kontrolliert und souverän spielen, also das habe ich in meiner Zeit, die ich jetzt Borussia auch verfolge, das ist nun mal auch schon sehr lange nicht erlebt. Ja, ich erinnere mich tatsächlich dunkel, weil da war man ja auch noch ein bisschen jünger, aber ich habe es doch schon noch relativ aktiv noch miterlebt, dass wir Mitte der 90er Jahre, als Effenberg zurückkam und dann auch wirklich zwei ganz, ganz starke Saisons gespielt haben, dass wir da auch schon mal so einen Fußball gehabt haben, wo wir relativ lang den Ball in den eigenen Reihen erstmal gehalten haben, auch in der eigenen Hälfte mal ein bisschen hin und her und dann aber wirklich relativ explosiv vorne dann in die Szenen gekommen sind. Und dass das jetzt auch wieder zu sehen ist, finde ich natürlich fantastisch. Hazard war in Gala-Form, muss man sagen, hat eigentlich an allen wesentlichen Szenen seinen Anteil gehabt. Hatte aber ein richtig geiles Duell, muss man sagen, mit Caligiuri. Die haben sich da auch, Caligiuri, einige Duelle gewonnen, Hazard einige. Das war ein richtig spannendes Duell. Ja, der eine Spieler vielleicht bei Schalke, der, ich habe es schon mal gesagt, dann noch mal qualitativ ein bisschen stärker ist als der Rest. Ja. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, Michael, ich bin begeistert, wie geduldig wir spielen, dass es am Ende dann auch immer reicht, dass man den Gegner knackt. Da ist Risiko dabei, muss man ganz klar sagen. Man braucht immer ein bisschen Glück, auch diesmal wieder, um das Spiel dann auch in die richtigen Wege zu leiten. Das zeigt, wie breit die Brust im Moment ist. Aber wir müssen auch gucken, die Zeiten werden nicht, auch die ganze Rückrunde nicht immer so bleiben. Wir müssen auch gucken, dass wir solche Situationen mal auch mal früher lösen. Und dann eben sagen, okay, wir haben auch das Selbstbewusstsein in der ersten Halbzeit schon, noch vielleicht zwei, dreimal ein bisschen stärker drauf zu gehen, noch ein bisschen geiler zu sein einfach aufs Tor. Ich glaube, da hat man Schalke, wie gesagt, so ein bisschen überschätzt, weil klar, auf Schalke spielen, wir haben da keine wirklich guten Erfahrungen, kann ich nachvollziehen, aber es ist jetzt gut gegangen, es war am Ende super souverän, aber trotz allem auf der Hut bleiben, weil es war nicht alles Gold, was glänzt. Klar, aber wir hatten jetzt zwei schwere Auswärtsspiele in der Rückrunde bisher. Und von daher ist das da auch, glaube ich, vertretbar, dass man da etwas vorsichtiger auftritt als in den eigenen Heimspielen. Und von daher denke ich mal, zu Hause wird man auch wieder dann eine andere Mannschaft sehen. Es ist jetzt erstmal gut, dass man auswärts gut gepunktet hat und jetzt muss man mal schauen. Aber ich gebe dir recht, das kann auch mal schief gehen, diese Spielweise. Aber Borussia hat auch in der Hinrunde schon gezeigt, dass man auch anders spielen kann und auch früher schon quasi den Deckel drauf machen kann. Man darf auch nicht vergessen, das waren jetzt zwei Spiele gegen Gegner. Augsburg, also auch Baum hätte das Mimimi der Woche letzte Woche schon bekommen, wenn es das schon gäbe. Die ja, also ich finde, die zwei aktuell schlechtesten Trainer der Bundesliga haben Augsburg und Schalke. Die beiden Mannschaften haben praktisch kein System. Ja. Du siehst, dass da irgendwie versucht wird zu verteidigen, möglichst viele Leute in die Mitte zu bringen, gegen den Ball zu spielen. Aber es ist nicht erkennbar, was man genau will. Gut, also es gibt keinen Weg nach vorne. Vereinen. Ja? Bei beiden Vereinen läuft es aber ja auch etwas durcheinander immer. Ja, gut, Augsburg eigentlich ja nicht. Das werden, da wollen kommen wir noch zu. Genau, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber ich finde, es ist ganz klar erkennbar. Ich finde nämlich schon, dass da einige Sachen durcheinander laufen in Augsburg. Ja, jetzt gerade, aber ja, das ist ja, Schalke ist ja legendär dafür, dass es da schief, dass es da immer Unruhe gibt. Bei Augsburg ist das ja eigentlich jetzt das erste Mal überhaupt, dass man das so wahrnimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn diese beiden Trainer es eben nicht schaffen, ein System in ihre Mannschaft zu bringen, und guck dir jetzt in der Bundesliga gerade an, wie stark das doch eine Rolle spielt, wie sehr Trainer ihre Mannschaften im Griff haben und wie viel Erfahrung und auch Abgebrühtheit da wieder eine Rolle spielt. Dann finde ich halt einfach, dass wir das gut gelöst haben, da auch Geduld zu haben, weil irgendwann fallen solche Mannschaften dann auseinander. Ja. Ja, das sehe ich zum Beispiel jetzt, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, nächste Woche gegen Hertha nicht so, weil Hertha ist eine ganz, ganz stabile Mannschaft, richtig, auch eine, die man dann wieder anders bespielen muss. Hier war es eigentlich eine Frage der Zeit und dass Borussia die Geduld hatte, dann eben diese Lücken zu suchen und sie auch zu finden, das spricht definitiv für die Qualität und man ist nicht umsonst jetzt Zweiter. Richtig. Und von daher erntet man einfach die Früchte von dem, was man gesät hat. Und Borussia hat da wirklich sehr gut gearbeitet im Winter und im Sommer natürlich erstmal. Und macht da weiter, wo man in der Hinserie aufgehört hat. Christoph Gammer hat noch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass
gerade diese lange Vorbereitungszeit, die jeweils für die Gegner zur Verfügung steht, ja, dass man eben lange Wochen hat, sehr hilfreich ist, dass man eben ganz genau gucken kann, wo haben denn die Mannschaften ihre Schwächen, um vielleicht dann eben auch in der 70., 80. Minute zuzuschlagen. Das ist natürlich etwas, was unser großer Vorteil in der aktuellen Phase ist. Wir sind die Mannschaft, die oben steht und gleichzeitig keine Mehrfachbelastung hat. Und man darf das nicht unterschätzen. Ja, wenn du eine gesunde Mannschaft hast, das hatten wir letztes Jahr nicht, und gleichzeitig keine Mehrfachbelastung, wie akribisch du doch wirklich unter der Woche arbeiten kannst. Es ist nicht nur die Vorbereitung, glaube ich, auf den Gegner, sondern auch, dass man sich als Mannschaft einfach, wenn wirklich alle fit sind und alle auf dem Platz stehen, du hast ja ein ganz anderes Vertrauen auch zu deinen Mitspielern. Man hat wirklich so viel Zeit zusammen, die man im Training intensiv miteinander trainiert, weil wenn du englische Wochen hast, ist vielleicht ein Teil der Mannschaft, macht auslaufen, während der andere Teil, der nicht gespielt hat, sich dann schon wieder im Training mit dem Ball auch vorbereitet. Du kannst halt wirklich zusammen trainieren, du kannst 11 gegen 11 spielen, du kannst dich ganz, ganz anders durch die Trainingswoche kämpfen und dich natürlich auch besser auf den Gegner vorbereiten. Und das ist sehr, sehr gut für die Mannschaft im Moment und hilft nicht nur im Hinblick auf die Vorbereitung für den nächsten Gegner, sondern auch um die Mannschaft, um das System zu stabilisieren. Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und einen kleinen Seitenhieb vielleicht noch an der Stelle, das waren ja noch nicht genug an den Gegner. Ich meine, wir waren letztes Jahr ja in einer ähnlichen Situation, wie Schalke es jetzt ist. Nur trotz allem, man darf ja nicht vergessen, wir haben nicht so fürchterlichen Fußball gespielt wie Schalke jetzt. Es war nicht alles gut. Wir waren ja auch zwischenzeitlich ziemlich auf 180 wegen bestimmter Dinge, aber ich habe von unseren Verantwortlichen damals nicht solche Ausflüchte gehört, obwohl wir noch mehr Verletzte hatten, obwohl es wirklich alles gegen uns gelaufen ist, mit Schiedsrichterentscheidungen und so weiter in Köln und so. Ja. Und da muss ich sagen, vielleicht ist das dann auch wieder so dieses kleine Pflänzchen, was damals schon gesät wurde, was man noch nicht erkannt hat, dass man eben die Schuld nicht unbedingt bei anderen sucht, sondern bei sich selber und dann eben genau mit diesem Wissen in die neue Saison reingegangen ist. Und deswegen glaube ich und hoffe auch ehrlich gesagt, dass es bei Schalke weiterhin nichts werden wird, weil da ja absolut keinerlei Erkenntnis herrschend scheint, dass die Mannschaft einfach scheiße ist. Ja. Von daher glaube ich auch nicht. Aber deswegen, das ist Schalke und das wird auch so weitergehen. Also letztes Jahr hatten sie eine gute Saison, also vom Ergebnis her. Ja. Das hat vieles überschattet, beziehungsweise viele Fehler kaschiert. Und von daher sieht man jetzt eigentlich, wie Schalke wirklich ist. Und die Transferbilanz, wurde viel drüber geredet, ist super negativ. Also wenn man überlegt, dass man da ja jetzt auch im Sommer eigentlich richtig Geld eingenommen hat, teilweise auch. Und ja, so richtig gut. Natürlich fehlen ein paar Leute, aber auch jetzt zum siebten Mal zu sagen, dass Embolo den Durchbruch schafft nach 3 Jahren mittlerweile, das ist aber alles nicht unser Problem. Was mich einfach nur ärgert ist, und da muss man ganz klar sagen, stark vom Sportstudio, dass sie das entlarvt haben, dieses ganze Ausflüchte suchen und so weiter und da ganz trocken auch die Fehler aufgezeigt haben, während Sky, die Field Reporter vor allen Dingen, immer nur Fragen stellen, diese Thesen, die die Trainer, krude Thesen, die die Trainer da in den Raum stellen, warum es so gelaufen ist, nicht hinterfragen, nicht mal kritisch nachfragen. Beispiel auch Niko Kovac, der nach dem Leverkusen-Spiel da sich auch einige Sachen zusammen fantasiert hat und warum dann nicht mal ein Reporter auch mal kritisch nachfragt und sagt, hier, sie haben verloren, reden sie doch mal über ihre eigene Mannschaft, so nach dem Motto. Also, tja. Da muss ich sagen, gut vom Sportstudio mal in dem Fall, dass das entsprechend entlarvt wurde und Borussia tut gut daran, einfach weiter. Sportstudio ist halt nicht davon abhängig, dass nur Bayern dazu gucken und nur Schalker zu gucken, die nun mal ja auch sehr stark von der Zuschauerschaft sind. Sportstudio hat die GEZ-Gebühren, da ist das alles mit abgedeckt. Also. Ja. Naja, wie gesagt, für Borussia genau der richtige Weg, sowohl im Misserfolg, das haben wir letztes Jahr gesehen, als auch jetzt in der Erfolgsphase sachlich bleiben, nächstes Spiel und es ist nicht nur eine Floskel, weil nur so kommen wir weiter und es freut mich einfach, dass wir da auch so auf dem Teppich bleiben und Dieter Hecking so nach dem Spiel eher noch Verständnis für den Gegner zeigt, anstatt dass wir uns selber abfeiern, weil damit kommen wir nach oben. Keiner redet über uns und ich hoffe, das bleibt auch so und es soll auch... und man darf nicht arrogant werden und das macht Dieter Hecking super, er bleibt da immer auf dem Boden und versucht dann mit solchen Aussagen sogar eher noch tief zu stapeln, anstatt zu sagen, was wollt ihr? Und von daher, das ist, macht uns auch als Club, glaube ich, für viele Leute dann von außen sympathisch. Ja, und die Tabelle lügt nicht.